Kroatien bereit für Europa? Im Gespräch der kroatische Präsident Ivo Josipovic. Herr Präsident, in wenigen Tagen wird Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Auftrag erfüllt? Mehr oder weniger, ja. Wir werden Mitglied, doch die Reformen sind noch nicht vorbei. Europa wird weiter an seinen Reformen arbeiten und so auch Kroatien. Wir werden daraus Nutzen ziehen, denn wir sind zwar eine bessere Gesellschaft als früher, aber noch nicht perfekt. Lassen Sie uns zuerst einen kurzen Blick auf die neuesten Entwicklungen in Syrien werfen. Österreich zieht seine 300 Blauhelmsoldaten aus den Golanhöhen ab. Kroatien hat für seine 100 UN-Soldaten die gleiche Entscheidung getroffen. Welche Konsequenzen wird dieser Kollaps der UN-Friedensmission haben? Ich denke, das ist so nicht richtig. Es haben sich die Umstände dort geändert. Die UN-Mission sollte die syrisch-israelische Grenze schützen. Und nun herrscht dort Krieg. Das zwingt die Mission, sich zurückzuziehen, denn die Situation heute ist eine andere als die, unter der die Mission etabliert wurde. Die Truppen sind nicht groß genug und nicht entsprechend ausgerüstet. Was heißt das für die Region und speziell für Israel? Es ist definitiv sicherheitstechnisch eine große Herausforderung für Israel und für die anderen Länder der Region. Herr Präsident, vor ungefähr 20 Jahren befand sich auch Ihr Land in einem Bürgerkrieg. Es war kein Bürgerkrieg, Entschuldigung, es war ein Angriff auf Kroatien. Vor 20 Jahren durchlitt Ihr Land also einen Krieg und am Ende erlangte Kroatien die Unabhängigkeit von Jugoslawien. Was war Ihre persönliche Rolle in diesem Konflikt? Ich arbeitete als Professor in Zagreb, also war meine Rolle eher bescheiden. Ich war an der Formulierung des Referendums für unsere Unabhängigkeit beteiligt, doch ich hatte ansonsten keinen Einfluss auf die geschichtlichen Entwicklungen. In den frühen 90er Jahren haben Sie der Politik für etwa 10 Jahre den Rücken gekehrt und dann haben Sie sich von Neuem der Sozialdemokratischen Partei angeschlossen. Warum haben Sie Ihre Karriere unterbrochen? Der Hauptgrund war, dass ich mich der Welt der Politik nicht zugehörig fühlte. Ich wollte mich mit Jura und Kunst befassen. Und natürlich war ich nicht immer zufrieden mit der Rolle, die die SDP damals innehatte. Das waren wohl die zwei hauptsächlichen Gründe. Sie haben Jura und Kunst studiert. Jura und Musik. Als was sehen Sie sich hauptsächlich? Als Politiker, Jurist oder als Musiker? Es gab unterschiedliche Stationen in meinem Leben. Ich habe parallel zwei Wege verfolgt, Juraprofessor und Musiker. In die Politik ging ich erst später. Nun bin ich das nur noch, denn dieser Job beschäftigt mich vom frühen Morgen bis zum frühen Morgen. Also komponieren Sie nicht mehr? Nein. Vermissen Sie es? Ja, natürlich. Doch vielleicht ist diese glückliche Phase ja zeitlich begrenzt und dann mache ich weiter. Wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne eine persönliche Frage stellen. Sie führen ein Land, in dem die katholische Kirche eine große Rolle spielt. 90% der Bürger sind katholisch. Doch Sie stehen der Religion angeblich generell kritisch gegenüber. Wie geht das zusammen? Ich persönlich bin Agnostiker und habe das vor den Wahlen deutlich gesagt. Viele Leute hat es irgendwie geschockt, dass ein Land von Katholiken einen Nicht-Katholiken gewählt hat. Doch ich denke, diese Tatsache spricht für Kroatien. Die Kroaten sind definitiv keine Fanatiker. Und dieser eher weltliche Anspruch hat während der Wahlen die Oberhand gehabt. Und im Übrigen habe ich auch eine sehr gute, faire Beziehung zur katholischen Kirche, so wie mit allen anderen Teilen der Gesellschaft. Slowenien und bald Kroatien, zwei ehemalige jugoslawische Republiken als Teil der EU. Die Beziehungen zwischen den anderen ehemaligen jugoslawischen Republiken sind manchmal angespannt, oft sogar feindselig. Was kann Kroatien tun, um die Situation zu entlasten?
Wir müssen bei uns selbst anfangen. Während meines Wahlkampfes konzentrierte ich mich auf zwei Themen. Zum einen den Beitritt zur EU, zum anderen sozusagen als Kehrseite der Medaille verbesserte Beziehungen zu den Nachbarländern. Diese haben sich in den letzten Jahren sehr gebessert, wenn man an all die Zustände von vor 5 oder 10 Jahren denkt. Wir haben viele Übereinkünfte getroffen, kooperieren viel miteinander. Doch natürlich gibt es noch einige offene Punkte und die Regierungen sollten die Bemühungen intensivieren, diese anzugehen. Demnächst wird Präsident Nikolic zusammen mit uns feiern. Der serbische Präsident? Ja, und auch der von Bosnien-Herzegowina. Alle Präsidenten der Nachbarländer werden mit uns feiern. Das ist ein Zeichen für den guten Geist, der im Moment herrscht. Unsere Position ist, dass wir unsere Nachbarn auf ihrem eigenen Weg in die EU unterstützen wollen. Serbien, Bosnien und der Kosovo, um nur einige zu nennen. Wollen Sie diese Länder auch unterstützen? Ja, natürlich. Politisch und auch vom Fachlichen her, denn sie brauchen diese Unterstützung. Wir selbst haben ja auch Unterstützung durch andere EU-Länder während unseres Aufnahmeprozesses erfahren und das möchten wir den anderen Ländern auch anbieten. Herr Präsident, Kroatien wird bald ein Mitglied der Europäischen Union sein. Wie groß ist der Enthusiasmus der Kroaten wirklich? Ich denke, der ist durchaus vorhanden. Unser Referendum hat gezeigt, dass 2/3 den Beitritt zur EU befürworten. Und ich denke, das ist genug. Wir sind realistisch genug, um die Mitgliedschaft nicht als Lösung unserer Probleme zu begreifen. Doch es ist eine Chance für uns und ich hoffe, wir werden sie zu unserem Vorteil nutzen. Doch die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen lag bei nur 21%. Ja, das ist nicht die niedrigste Beteiligung innerhalb Europas, doch ich gebe zu, es ist ein mageres Ergebnis. Es gibt verschiedene Gründe für die wirtschaftliche Situation oder wichtigere Wahlen, wo es um politische Parteien geht. Und es gab, denke ich, einen unpassenden Ansatz einiger Medien und Parteien, die die Wahlen als Kampf um hohe Gehälter im Europäischen Parlament präsentierten. Das ist natürlich falsch. Sie treten der EU in Zeiten der Krise bei. Wie sieht es mit dem Euro aus? Will Kroatien auch die europäische Währung annehmen? Ja, aber wir müssen auch die Voraussetzungen erfüllen. Das ist noch nicht so bald möglich und dürfte noch 3 bis 5 Jahre dauern. Doch praktisch gesehen haben wir schon den Euro. Jeder kalkuliert Preise für alles Mögliche, zum Beispiel für Apartments und Häuser, in Euro, nicht in der nationalen Währung. Und mehr als 80% der Spareinlagen bei den Banken werden bereits in Euro gerechnet. In Brüssel hört man oft düstere Einschätzungen bezüglich der wirtschaftlichen Lage in Kroatien. Und viele fragen sich, ob ihr Land der EU die nächsten Kopfschmerzen bereiten wird. Das werden wir bestimmt nicht sein, denn wir bilden eine neue Plattform für Investoren aus der EU und Drittländern. Ich bin trotz der momentanen Schwierigkeiten zuversichtlich, dass Kroatien in Zukunft zu einer Erfolgsstory wird. Kroatien befindet sich aber in einer tiefen Rezession. Ja, seit 5 Jahren. Unabhängige Ratings sehen Kroatien sogar noch hinter Griechenland. Ja, wettbewerbsfähig zu sein ist eine Sache, unsere Ergebnisse die andere. Wir sind, was ausländische Investitionen anbelangt, bisher nicht richtig durchgestartet. Doch nun gibt es neue Möglichkeiten. Denn jetzt, mit dem Beitritt zur EU, gibt es neue Bestimmungen von der Regierung, die vorsehen, dass das Parlament Investitionen fördert. Und ich bin sicher, dass diese eingehalten werden. Was sind Ihre konkreten Pläne, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen? Die Wirtschaft braucht Investitionen. Also brauchen wir Investoren, neue Arbeitsplätze. Denn die Arbeitslosigkeit ist zurzeit sehr hoch. Das ist das größte sozialpolitische und wirtschaftliche Problem. Es gibt viele konkrete Projekte, die von der Regierung unterstützt werden. Es gibt Fortschritte in der Infrastruktur und Energieversorgung. Und es gibt Verhandlungen mit Investoren, nicht nur von EU-Ländern, sondern auch aus Drittländern, wie China, den Vereinigten Staaten und anderen.
Nachdem Rumänien und Bulgarien 2007 der EU beigetreten sind, kam der Reformprozess dort bald zum Stehen. Können Sie Ihren neuen Partnern in Brüssel garantieren, dass sich dies nicht wiederholen wird? Ich denke, man versteht, dass die bestehenden Veränderungen nicht rückgängig gemacht werden können. Zum Beispiel der Kampf gegen Korruption. Das ist wichtig, denn man sah uns als ein sehr korruptes Land. Ja, es stimmt. Wir hatten und haben, wie andere auch, noch immer ein Problem mit Korruption. Doch die Einstellung dazu hat sich geändert. Kein Präsident, kein Premierminister oder Minister kann das Rad wieder zurückdrehen. Ich muss auch betonen, dass alle großen Korruptionsfälle, die nun vor Gericht verhandelt werden, EU-Länder mitbetreffen. Wir sollten also das Problem gemeinsam angehen. Fühlen Sie sich wirklich willkommen in der Europäischen Union, die ja selbst in einer tiefen Krise steckt? Ja, wir fühlen uns willkommen. Doch ich frage mich immer wieder, liegt denn die Wurzel der Krise in der EU selbst oder bei bestimmten Mitgliedsländern? Ich denke, die Krise geht von Ländern mit einer bestimmten Ökonomie aus. Und ich frage mich, was würde ohne die EU mit Griechenland wohl passieren? Ich denke, gemeinsam innerhalb der EU gibt es mehr Möglichkeiten, der Krise gegenüberzutreten, als alleine. Ivo Josipovic, Präsident von Kroatien, vielen Dank für dieses Interview. Danke Ihnen.